Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ist der 28.10.2020. Wir haben heute in der Früh Haare gefärbt. Jetzt sind sie wieder gleichmäßig dunkelbraun. Die Wolkshilfe war da und hat relativ gut Haare gewaschen. Ich bin ziemlich müde, weil heute Sonja da war und wir miteinander in St. Pölten waren und beim Mediamarkt und beim DM gleich gegenüber vom Mediamarkt. Oder an der Seite vom Mediamarkt. Und Kaffee trinken. In St. Pölten. Und es war recht lustig. Und es hat mich sehr gefreut und war auch mal ein bisschen aufmunternder. Und ich war wacher als jetzt. Und nicht ganz so müde und es war sehr schön. Sie war bis jetzt vorhin da, bis 18 Uhr. Jetzt ist es 18.24 Uhr. Ich liege bereits im Bett, nehme dann schnell das Video auf und drehe dann ab. Ich habe mit meiner Mutter was gemacht, dass sie mich jetzt immer zur Seite dreht zum Einschlafen und in einer Stunde wieder runterkommt und mich zurückdreht, weil ich nicht länger als eine Stunde auf der Seite liegen kann, wegen den Kreuzschmerzen und wegen meiner Muskulatur. Und so sollte ich möglichst gut einschlafen können. Und wir haben heute das Nominal auf eine ganze Tablette gesteigert. Gestern habe ich gut geschlafen, auch durchgeschlafen und war relativ entspannt und hatte keine Albträume. Ich habe aber vorher auch mit Kerstin telefoniert und nochmal mit ihr besprochen, dass ich mich bei Dr. Rasberger melde, wenn es nicht besser wird. Heute wäre wieder der zweite Tag, wo ich nicht schlafen könnte, aber ich hoffe, ich kann trotzdem schlafen. Mit diesen auf die Seite drehen und zurückdrehen und mehr Schlafmedikament hoffe ich, dass ich trotzdem schlafen kann. Ich bin auf jeden Fall schon sehr müde und froh, wenn ich abdrehen kann. Morgen habe ich einen Arzttermin und übermorgen kommt Corinna. Am Samstag kommt wieder Sonja. Auf Corinna freue ich mich schon. Auf den Arzttermin weniger, aber er muss sein. Sonst gibt's nicht viel Neues. Ich möchte spätestens morgen Christoph schreiben, wegen der Therapiegespräche am Telefon. Und ja, mal schauen. Müsste eigentlich auch hinhauen. Sonst gibt's nicht viel Neues. Am Freitag rede ich wieder mit Kerstin. Gegen 12. Und auf das freue ich mich auch schon. Sonst fällt mir nichts mehr ein.
Ist halt ein recht kurzes Video, aber naja, kommt auch mal vor. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, danke fürs Reinschauen. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.